Ja, servus, grüezi, hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Heute ist der 20.09.2021 und heute geht es, wie gesagt, um Bitcoin und den DXY. Ja, viele wissen, warum ich den DXY als reinnehme. Der macht im Moment ein schönes Muster und das muss ich euch unbedingt zeigen. Des Weiteren Bitcoin, ja, heute gab es einen Dump oder eine Crash Lite, sagen wir mal so, ja. Und da würde ich auch gerne drauf eingehen, warum ich denke, dass wir trotzdem nochmal die 49.000 bis 51.000 Dollar sehen könnten. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. So, bevor wir in den Content reingehen, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Des Weiteren, wenn ihr dieses Video teilt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Des Weiteren könnt ihr in diese Telegram-Gruppen joinen, einmal Content-Only-Gruppen, einmal die Krypto-Token, wir uns austauschen können. Und hier habt ihr die Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen, indem ihr euch, wenn ihr wollt, bei diesen Börsen anmeldet. Auch wenn ihr schon angemeldet seid, ein Accountwechsel ist überhaupt kein Problem. Ich denke, der Kanal hat es auf jeden Fall verdient. Und wenn ihr Lust habt, technische Analysen zu erlernen, beziehungsweise den Wavereader zu benutzen, das ist unser Forschungsprojekt der Bull Wealth Space Akademie, dann schreibt mich einfach bei Telegram an für mehr Infos. So, kommen wir jetzt in den Content. So, da habe ich ja beim letzten Video gesagt, oh, eine schöne Bull Flag, ja, da könnte das Ziel hier dieser grüne Kasten erreicht werden. Ich habe hier auch meine Long etwas vergrößert, ich war von da unten schon Long hoch, habe schon Profite genommen und habe hier noch ein bisschen vergrößert, habe da meinen Stop-Loss auf Break-Even gemacht, also 0 auf 0, dass ich nicht ins Minus komme, falls er abstürzen sollte, ja. Und was ist natürlich passiert? Er hat den grüne Box um nur ein bisschen verfehlt. Ja, ihr wisst, ich bin schon seit längerem in einem Short drin. Ich wollte da oben eigentlich aufstocken, aber so wie es das Leben halt will, er hat hier nichts mitgenommen. Ja, er ist vorher abgedreht, der blöde Hund. Ja, und ist gleich hier runter. So, bevor wir jetzt auf das Fraktal kommen, was wirklich fast 1 zu 1 passt bis jetzt, ja, möchte ich euch trotzdem sagen, warum es sein könnte. Ja, ich würde jetzt hier keine Long öffnen oder sowas. Ja, ich bleibe jetzt in meiner Short drin, bis zum bitteren Ende nach unten. Aber ich zeige euch mal, warum es sein könnte, dass er hier nochmal diesen Bereich hier erreicht. Dafür gehen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe und dann schauen wir mal an, was für Trendlinien es hier bei mir jetzt mal gibt. Ja, so, da haben wir die Weiße. Die Weiße zieht sich hier, ihr seht es von hier komplett durch, hat überall Support oder Widerstand hier gefunden. Ja, hier einmal, ja, hier, dann hat er hier Support gefunden, hier nochmal Support bei einem Mega-Dump hier, dann ging es hoch korrigiert und hier gab es dann nochmal jetzt Support, Fragezeichen, ja. Des Weiteren hier diese lila Linie, ja, die wo ich jetzt neu eingezeichnet habe, da hat er auch im Moment Support gefunden. Wichtig ist hier, der Daily Close, ja, ich mach's mal in Daily, ja, da ist es wichtig, dass er hier drüber schließt. So, jetzt fragt ihr euch, ja, warum sollten wir diesen grünen Bereich trotzdem noch mal sehen, ja? Erstens hier meine zwei Trendlinien, das ist das erste, und jetzt kommt das zweite. Und zwar haben wir einmal hier die Fibonaccis, ja, da habe ich hier das, ja, das, den, ja, den Anfangspunkt da hochgezogen. Und das hier könnte jetzt, ich sag mal, das Korrekturlevel sein, erstmal. Wobei ich halt immer noch sage, er bricht es durch. Ja?
Bloß das Golden Pocket, wie ihr seht, das hat er jetzt dreimal angefahren. Hier einmal und jetzt im Moment auch einmal im Daily. Und gleichzeitig, meiner Meinung nach, formen wir ein ja, kleineres Falling Wedge. Ja. Dieses Falling Wedge hat normalerweise sein 100% Ziel hier oben, genau am Top. Aber wenn ihr meine Videos verfolgt habt oder mich auch kennt, wisst ihr, die 100% Ziele werden nicht immer erreicht. Ja? Also nehmen wir mal das erste Ziel eines Falling Wedges und das ist hier diese Spanne. Ja? Und die legt mir jetzt an den aus dem Ausbruchspunkt. Und je nachdem, wie er hier jetzt noch rumgammelt die nächsten Tage, ja, und es wirklich ein Falling Wedge wird, könnte hier der Ausbruchspunkt sein. Und guck mal, wo das dann ist. Dann ist es genau in diesem grünen Bereich, bevor es dann weiter nach unten geht. Ja? Das Falling Wedge ist erst einmal bullish zu sehen, ganz klar. Und das würde auch zu dem passen, was ich denke. Ich denke immer noch, er will den grünen Bereich erreichen. Ja, das hat nichts mit Glauben zu tun. Ich denke das jetzt auch nach diesem möglichen Pattern, was ihr jetzt hier seht. Ja, wie gesagt, mögliches Falling Wedge. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich denke, dass wir nochmal den Bereich sehen. Einmal hier die zwei Trendlinien, die lila und die weiße, die wir eben gesehen haben. Da können wir nochmal kurz hin. Und einmal hier das mögliche Falling Wedge. Das wäre genau dann hier, wenn er hier oben nicht mal hinkorrigieren würde. Ja? Und wenn er das hier erreicht hat, ja, das wisst ihr, dann geht es ganz normal weiter hier runter. Dann geht es hier auf diesen grünen Balken erst einmal. Bevor es dann, wenn er hier durchbricht, ist eben hier zappeduster, dann geht es richtig nach unten. Ihr wisst ja, 10 bis 17k. Aber wir sind ja jetzt erstmal hier in dem Jetzt. Und hier sage ich euch, meine Meinung, gehen wir erst nochmal da hoch in diesem Bereich, bevor es dann hier runter geht. Natürlich besteht die Möglichkeit, wenn er jetzt hier jetzt nochmal Gas gibt, beziehungsweise wenn die Bären Gas geben, dass er hier direkt darunter geht. Kein Thema. Das würde auch zu diesem Fraktal passen. Das tun wir jetzt auch mal kurz einblenden. Hier haben wir es. Ja. Und zwar ist es der, ja, vom großen Bruder habe ich einfach das drüber gelegt. Das ist einfach ganz simpel gewesen. Er hat das bis jetzt auch gemacht, was er machen sollte. Fraktale passen nicht zu 1000%, aber die Bewegungen, seht ihr, sind einfach super. Ja. Ich war natürlich der Meinung gewesen, dass er noch ein bisschen weiter hoch korrigiert. Das hat er jetzt nicht gemacht. Wie gesagt, deswegen denke ich, dass er nochmal versucht, hier hoch zu hoch korrigieren. Falls er es nicht macht, dann wird er sein Fraktal hier jetzt alle Ehre machen und hier weiter nach unten dumpen. Ja, das muss er nicht heute machen. Ihr seht, hier sind auch so vielleicht 2, 3 Tage, wo er hier rum konsolidiert, ja, bevor es weiter runter geht. Dann würde er hier in den Bereich ja, 37, ja, so 37.000, 3, 4, 500 erst einmal runtergehen. So, jetzt wisst ihr schon mal von der Chartseite, was ich so jetzt in näherer Zukunft von dem Ganzen denke. Gehen wir mal zu den CPRs bzw. zu den Pivots. Ja, sehr interessant. Wir haben jetzt hier ein neues Weekly CPR hier in Blau. Also die gepunkteten sind immer die Weekly CPRs bzw. Pivots. Und das Gelbe sind hier die Monthly Pivots. Und was ihr jetzt sieht, sieht erst einmal ja, bearish aus. Denn, ja, wenn man jetzt die Weekly sieht, er ist runter, er hat es jetzt mitgenommen hier, das CPR, das Weekly CPR ist runter unter das S1 Weekly Pivot geknallt, versuchte einmal hochzukommen, versuchte zweimal hochzukommen in der 4-Stunden-Candle. Hat es im Moment gepackt, sieht im Moment eher bearish aus. Deswegen müssen wir heute die Daily abwarten, denn wenn wir jetzt mal die Daily angucken, und das sind erstmal die Weeklies erstmal uninteressant, interessant ist hier das Monthly CPR. Denn sollte er unter dieser gelben Box schließen, ja, und wichtig ist, wenn es jetzt wirklich bearish werden sollte und er das hier, dieses S1 anfahren möchte, dann sollte die nächste Daily auch darunter schließen, am besten mit einem Retest in diesem Bereich. Dann ist das Falling Wedge, dass es bullish aufgelöst wird, vom Tisch. Ja? So, das aus CPR Pivot Sicht. Ja? Ich finde die Dinger einfach genial.
Genau. So, das war's zu Bitcoin. Kommen wir jetzt zum DXY. Und das ist ganz wichtig, weil ihr wisst ja, Bitcoin und DXY hängen da ein bisschen zusammen. Bleibt kurz dran. So, da wisst ihr vom letzten Mal, noch, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Es ist aber noch gar nicht so lange her, wie ich es eingeblendet hatte. Ihr wisst, dass diese, ja, weiße Linie meine Neckline ist. Sollten wir die durchschießen mit einem V-Test. Hier hat es einmal durchschossen, kleiner Fake-Out und war wieder drin komplett. Das ist natürlich nichts. Wir brauchen hier hoch eine schöne grüne Candle, dann ein V-Test und dann geht es weiter hoch. Da wäre das erste Ziel 97,5 in etwa. Warum ist das so wichtig? Denn wenn der DXY hochgeht, gehen die Kryptowährungen runter. Und natürlich umgekehrt. Geht der DXY runter, wie hier, geht der Kryptomarkt hoch. Hier haben wir unser All-Time-High gehabt in diesem Bereich. Ja. Und was sehen wir aber im Moment? Wir sehen ein schönes, im Moment, ein mögliches Doppelbottom, ja, ein schönes W-Pattern im Moment. Da hat er jetzt ein bisschen Probleme, aber er formt gerade ein Ascending Boarding Wedge. Ja. Und ein Ascending Boarding Wedge ist eigentlich eher bearish, außer er hat jetzt die Struktur, wie er jetzt hat, und zwar hier A, B, C, D, E und hier, sorry, musste ich die F einzeichnen, weil es TradingView einfach nicht hergibt. Sorry, ja. Also das ist im Moment nichts. So, wie könnte es jetzt weitergehen? Ja, und ich zeige euch jetzt mal ein Bild. Ich tue es jetzt mal reinschieben. So, wir sind im Moment an F oben jetzt von F abgeprallt und sind jetzt hoch Richtung Trendlinie da oben. Und ihr seht schon, was ich hinaus will. Ja? Er wird jetzt, ich sage jetzt nicht, dass er es jetzt mit einem Zug macht, er kann jetzt ein bisschen konsolidieren. Ja? Und es wäre dann die Möglichkeit für Bitcoin nochmal in den 49 bis 51k-Bereich zu kommen. Aber er wird jetzt demnächst versuchen, diese Trendlinie nochmal zu erreichen. Haben wir hier auch. Und dann versucht er, ja, meiner Meinung nach, einen Retest zu machen, das wäre dann hier der Abpraller nach unten nochmal, bevor es dann nach oben geht. Also hier dran knallen in diesem Bereich. Vielleicht sogar Dover, der grü meine grüne Trendlinie ist. Dann geht es runter mit einem Retest, so wie jetzt auch eine größere Korrektur erst einmal. Und dann geht es nach oben. Das würde auch passen. Er würde ein bisschen unter die E fallen nochmal, das wäre hier auch ein bisschen drunter fallen hier mit einem Retest. Und dann geht es weiter nochmal. Also es wird super passen im Moment, ja. Und dann hätten wir hier als Ziel etwa ja diese 95,7 bis 96,5 nur von dem Ascending Boarding Wedge jetzt erstmal. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's was gebracht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Krypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.